herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott weiß um alle deine Belange und wir dürfen bitten für das, was wir brauchen. In Johannes 16, Vers 24 steht: Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und das wollen wir auch heute tun. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen und dir heute die Frage stellen: Bist du von Gott enttäuscht? Lass uns einfach dein Gebetsanliegen zukommen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Bist du von Gott enttäuscht? Wenn wir mit unserem Bus in die verschiedenen Städte fahren, wo wir in den Konferenzhäusern Gottesdienste haben, kommen oftmals Menschen, die zu irgendeiner Kirche gehört haben oder vielleicht auch noch gehören und sagen: Ich bin sowas von Gott enttäuscht. Wenn man ein Stück weit mit den Menschen redet, stellt man heraus, dass sie eigentlich von der Kirche oder von der Gemeinde enttäuscht sind, aber nicht eigentlich von Gott. Und viele verbinden Gott und Kirche als eine Einheit. Die Fehler, die die Gemeinde oder die Kirche macht, bezieht man auf Gott, weil das ist irgendwo die Bodenbasis von Gott, meint man. Es gibt unterschiedliche Kirchen und Gemeinden, auch wir sind nicht perfekt, aber ich sage dir, trenne wirklich Kirche, Gemeinde von Gott. Gott enttäuscht nie, er enttäuscht auch dich nicht. Und wenn du von Gott enttäuscht bist, tu mal wirklich separieren, von was du wirklich enttäuscht bist. Hat er vielleicht nicht irgendein Gebet von dir so erhört, wie du es wolltest? Glaube mir, er macht keine Fehler. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch jedem nahe bist, der sagt: Ich bin von Gott enttäuscht. Danke, dass ein jeder jetzt auch bereit ist, der sowas sagt, drüber nachzudenken, was wirklich die Enttäuschung ist oder war. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir ehrlich umgehen dürfen. Und Herr, danke, Herr, du kannst so von uns enttäuscht sein, mit all den Fehlern, die wir machen, aber du liebst uns, du liebst jeden, auch diejenigen, die Fehler gemacht haben, die Dinge richtig gegen die Wand gefahren haben. Danke, Herr, dass du einen jeden liebst und dass deine Arme immer offen sind, wenn wir zu dir kommen wollen. Danke, Herr. Amen. Auch heute beten wir für Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Und da kam per E-Mail folgendes Anliegen: Ich bitte um Gebet. Bei mir wurden krankhaft veränderte Zellen in der Gebärmutter festgestellt, die eventuell Krebs anzeigen. Davor habe ich große Angst. Ich bin noch jung und habe eine kleine Tochter. Bitte bete, dass ich geheilt werde und bei der nächsten Untersuchung alles in Ordnung ist. Jesus, und du weißt um diese Frau, die jetzt solche Angst hat, dass sie Krebs hat. Und ich danke dir, dass du da einfach eingreifst, dass diese Zellen, die da verändert sind, wirkungslos sind, diese krankhaften Zellen, dass sie wirklich absterben und austrocknen. Und ich danke dir, dass du die Macht und die Kraft dazu hast. Und ich danke dir, dass du diese Frau jetzt segnest, dass dein Heilungsstrom jetzt durch ihre Gebärmutter und ihren Leib fließt. Danke, Jesus, dass du sie heilst vollkommen und dass du ihr die Angst wegnimmst, dass du einen tiefen Frieden schenkst. Danke, Jesus, und segne auch diese kleine Tochter. Danke, ihre ganze Familie. Danke, Jesus, dass sie gesund sein darf, in deiner Kraft, in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns dieses Gebetsanliegen: Hallo, ich bin verzweifelt, weil ich seit Jahren nur Schmerzen habe und stark hinke. Hab schon ein künstliches Knie und Hüftgelenk, aber es wurde nicht besser. Weine oft vor Schmerzen und bin dadurch auch so negativ. Und zum gleichen Thema schreibt uns jemand Folgendes: Lieber Daniel, liebe Isolde, seit ein paar Tagen habe ich akute Schmerzen im Nacken mit starker Ausstrahlung über die Wirbelsäule bis zur linken Hüfte, was zu großer Behinderung beim Laufen führt.
Jesus, und ich danke dir, dass du diese Personen kennst, die Schmerzen haben in Gelenken, in Hüfte, in Knie und einfach in den Gelenken, im Rücken, in der Wirbelsäule. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Schmerz wegnimmst, dass wir diesen Schmerz jetzt entmachten im Namen Jesu, dass du eingreifst und dass dein Heilungsstrom durch diese Personen fließt, wo jetzt diese Schmerzen haben. Auch die anderen, die hier nicht genannt sind, danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Schmerzen wegnimmt, ein Gott bist, der heilt. Und wir befehlen diesen Knochen und diesen Gelenken wieder in ihren Schöpfungszustand zurückzukehren. Und wir danken dir einfach, dass alles wieder in seine normale Funktion kommt. Auch dieses Hinken, dass dieser Fuß wieder länger wird, dass es ausgeglichen ist und dass du der Herr bist, der dieses beheben kann. Du bist ein Gott der Wiederherstellung und das glauben wir. Und wir danken dir für diese Personen, dass du sie anrührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schick uns weiter deine Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Mein Ehemann hat laut Ärzte Rachenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Ein Arzt sagte, nur noch ein paar Monate. Das weiß doch nur einer. Bitte beten Sie für ihn und Gott segne das ganze Team. Was es alles gibt, aber Gott kennt auch das. Und Gott kann auch hier helfen und heilen. Danke, Herr. Herr, dass du jetzt auch wunderbar, Herr, dieser Person ganz nahe bist. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass auch dieser Krebs in dem Rachen verschwinden muss, in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich Heilung, Herr, aussprechen dürfen, die du für jeden Menschen bereitgestellt hast. Ich danke dir, Herr, greife du ein und Herr, lass das nicht wahr werden, Herr, dass nur noch ein paar Monate da sind, sondern Herr, schenke noch viele Jahre. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler und der Sieger bist. Amen. Amen. Per E-Mail hat uns folgendes Gebetsanliegen erreicht. Hallo, ich leide seit vielen Monaten unter Schlafstörungen. Ich schlafe gut ein und dann irgendwann kommen Kopfschmerzen und Pfeifen im rechten Ohr und ich finde keinen Tiefschlaf mehr. Es quält mich und hindert mich, die Tage kraftvoll und leidenschaftlich zu gestalten. Danke für euer Gebet. Danke, Herr. Herr, dass du in diese Person wirklich so viel von deinem Frieden hineinlegst. Danke, dass sie bereit ist zu empfangen von deinem Frieden, Herr. Danke, Herr, dass Herr, die ganzen Ohrengeräusche und all die Nervosität, Herr, die Schlafstörungen auch verursachen, Herr, dass eine Ruhe reinkommt, dass ein Frieden reinkommt. Herr, ich danke dir dafür, dass auch diese Person all das negativ Erlebte wirklich abgeben kann, bevor sie einschläft, abgeben an dich, Herr, der du am Kreuz dafür gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass wir, Herr, über dieser Person wirklich ausrufen dürfen, Herr, dass sie wieder einen gesunden, erholsamen Schlaf hat. Danke, Herr. In deinem Namen, Jesu, bitten wir. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und eine Frau schreibt uns, danke für eure Gebete. Mein Sohn hatte sich über ein Jahr nicht mehr bei mir gemeldet. Jetzt, nach euren Gebeten, hat er wieder angerufen, und zwar sogar an Ostern zu Besuch bei mir. Gott ist gut, jetzt haben wir wieder regelmäßigen Kontakt. Was für eine wunderbare Wendung. Auf WhatsApp kam diese Gebetserhörung aus der Schweiz. Soeben hat mir meine Tochter angerufen. Sie hatte heute die Kontrolle nach der Chemotherapie und CT. Und alles ist in Ordnung, keine Spur mehr von Krebs. Gott sei die Ehre und Dank. Und euer liebes Gebetsteam, ja, danke von Herzen. Ja, unser liebes Gebetsteam, das ist wirklich ein wunderbares Team, das auch hinter uns steht und auch diese Sendungen mit unterstützt im Gebet und auch jetzt zuschaut.
Und das ist so wertvoll, wenn man solche Leute hat, die da mit unterstützen. Und du hörst immer gerne Gebetserhörungen, aber zeige uns auch du, dann nenn uns auch du dein Gebetserhörung, deine Gebetserhörung, was du erlebt hast. Lass es uns wissen über WhatsApp oder über E-Mail. Wir freuen uns riesig darüber. Ja, der Tipp des Tages: Enttäuscht von Gott. Hat es dich getroffen? Dann nimm dir jetzt etwas Zeit. Rede mit Gott. Du darfst wirklich sagen: Gott, ich bin von dir enttäuscht. So viele heucheln beim Gebet: Gott, du bist der Größte, du bist der Liebste, du bist der. Und meins gar nicht so. Ist gar nicht so im Herzen. Sie haben so gelernt, sie plappern das nach, was vielleicht schon Eltern, Großeltern gebetet haben. Du darfst wirklich auch kommen, wenn es dir zumute ist: Gott, ich bin von dir enttäuscht. Zeige mir deine Größe, zeige mir dein Ausmaß, zeige mir, dass du mich liebst. Das sind gesprochene Worte, die in Erfüllung gehen werden. Bete so und du wirst einen ganz anderen Gott erleben. Ja, sende uns einfach dein Gebetsanliegen oder lass es uns irgendwie wissen, auch per Telefon bis 13 Uhr. Hast du noch nicht unseren Gebetsleitfaden? Dann rate ich dir, bestell ihn völlig kostenlos. Schreibe uns deine Adresse und wir schicken ihn dir gleich weg. Auch unsere Fernsehsendungen, das ist was, wo du jeden Tag irgendwo Kraft schöpfen kannst. Die Zeiten stehen hier auf der Tafel oder auf unserer Webseite. Schau einfach mal vorbei. Und für heute wollen wir uns verabschieden und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Bis morgen, wenn es wieder heißt Hoffnung um 12. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.